Okay. Oh. Ah. Meine Güte, wie lange sind wir denn gewandert? Eben noch aus dem Fels rausgekommen und schon sind wir hier auf Wanderkurs. Ich hoffe, ich renne hier richtig und muss nicht in die andere Richtung rennen. Nee, sieht gut aus. Was ist das da für eine komische Maschine? Episode 4: Alte Freunde, neue Feinde. Okay, rote Blitze. Das sieht ja super einladend aus. Die wissen anscheinend mehr als ich. Ich verstehe nur Goma. Und Goma waren ja diese verfluchten Kreaturen. Okay. Ja, da hat ja die Mauer super gebracht. Goma Brüllaffe. Ja, dann werde ich dich einfach mal wegbammen, du komische Affe, du. Ja, 12.000 Jahre und nichts ist passiert. Da fragt man sich, was die anderen Halbgötter gemacht haben in der Zeit. So, komm. Ja, das war ja... Pam! So, schön auf die Fresse. So mag ich das. Pam! Noch Fragen? Oh, anscheinend ja. Wow! Hua! Gerade noch rechtzeitig gekontert. So, pam! So, schön auf die Fresse geben. So. Oh. Okay. Alter, der hat gerade die Leute einfach Matsch gemacht. Reinigungstrupp. So, you have returned. Na, wer bist du denn, mein Freund? Hallo? Back from the dead, impure. Der Hauptmann. Ach, halt die Fresse! Ach, hier kommen wir Zwiebeln einfach auf den Rauf, es wird schon passen. Die kleinen Wichte hauen wir einfach von hinten um. Ja. So, Wutmodus aktiviert. Bam. Pam. Und pam. Ach komm, nochmal, weil es so schön ist. Wow, hier sind ja noch ein paar Äffchen. Ah, jetzt habe ich den Einsatz verpasst. Wow. So, aber nicht mit mir, Kollege. Oh, hier ist noch so ein doofer Affe. Rechtzeitig ausgewichen und pam. So, Kollege, steh auf. Ja. Bam. Voll in die Fresse. Na, habt ihr nicht mehr zu bieten als die paar Pappsoldaten hier? Komm, Papa braucht Frischfleisch. Oder was auch immer das für komische Kreaturen sind oder Roboter. Ich habe keine Ahnung. So wie die aussehen, könnten das auch Roboter sein. Hey, da ist wieder Klopsi. All ships prepare for purification. Purify.
Ich reinige dir gleich die Visage. Wow. Wow. Ist das Klopsi gewesen? Nee. Erlösungstrupp Major. Also das sieht jetzt voll aus nach einem Roboter. Wow. Alter. Voll weggezwiebelt. So, erstmal. Ja, hat er nicht so viel gebracht. So, komm. Einfach hier rauf. Immer schön in die Fresse. Wird schon passen. Wow. Hua, gekontert. Und dich, Klopsi. Hau ich auch noch zu Moos. So, hier noch ein bisschen schön in die Eier. Damit du später auch noch was davon hast. Wow. So, Wutmodus aktiviert. Ja, mit dem Fuß voll ins Gesicht. So, nochmal schön weggepuncht. Was willst du hier? So, Kollege. Schön in den Magen. Oh. What the fuck? Goma Malma. Okay. Sollen wir jetzt gegen das fette Fieder kämpfen, oder? Was? Er absorbiert die Seelen, wenn ich das jetzt mal so richtig sehe. Das Klopsi! Oh. Huh. Jetzt hat er die Seelen. Machen die Seelen einen stärker? Hm. Jedenfalls ist der Elefant, Matsch. No soul shall fall into the hands of the Goma. Okay. Der hat aber auch so ein dickes Schild da. Deus spoke of was true. It has been a while, traitor. Azura! Mit Mantel. Dorfbewohner, die wahrscheinlich jetzt schon tot sind. What Lord Deus spoke of was true. It has been a while. Traitor. I never actually thought you would be foolish enough to come back. Who are you? Hä? Müsste er das nicht eigentlich wissen? Do not tell me you have forgotten everything. How could you forget the great Weizen? Weizen, Weizen, Weizen oder Weizen. Ich nenne ihn trotzdem Klopsi. Open your eyes, traitor. Kneel before one of the seven deities. Siebte Gottheit. Oh! Ach komm, einfach in die Fresse! Halt die Schnauze! Ich hab dein Gelaber satt! Wie cool, da gab's einen Button, wo du einfach den einfach in die Fresse schlagen kannst. Ja, ja. Komm, du kriegst jetzt einmal voll in die Fresse! So, Bams! So, jetzt wollen wir dir mal schön die Kronenjuwelen mal ein bisschen massieren. Wow. Alter. Wow. Das sah nicht gut aus. So. So, noch ein bisschen eine Kopfnuss verpassen. Boah. Ach komm, halt die Schnauze. Oh. So. Ah, guck mal hier. Pam!
Ja, komm, Schnauze! Oh. Wow. Alles klar. So, und die letzte kriegt der Absender natürlich wieder schön zurück. Ja. So, Klopsi. Excellent. Nochmal schön den Boden auf. Ruppen und dann... Ah, ich dachte gegen Felsen. Naja gut, den Abgrund entgegen. Aber ich glaube, dass das noch nicht sein Ende war. Das würde mich zumindest sehr wundern. Oh. Oh. Und erwähnt dich schon. Oh. Klopsi hat anscheinend gerade noch eine Ecke zugenommen. Ja. Scared, speechless. Are you? While you had slumbered for 12,000 years. Okay. We attained new heights. Und Breiten, um das nochmal zu erwähnen. Bestowed upon us by our priestess, your very daughter, Mitra. My daughter. Mithra's power. What did you do? Tell me what you've done with her! Genau. Oh. Fortsetzung folgt. Mann, ist ja spannender Cliffhanger hier. Genau am Ende der Folge. Episode 4. Alte Freunde, neue Feinde. A, S und. Boah, 100%. Ist ja super. S-Rang. Yeah, geil. Mal gucken, wie viel wir am Ende haben. Wenn man das irgendwo nachgucken kann. Naja, gut, dann werde ich jetzt mal auf Weiter drücken, diesmal speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Jetzt kommt natürlich wieder der Vorspann für die nächste Folge. Bis dahin, tschüss, bis morgen. Now one of the self-proclaimed seven deities. Wizen is intent on sending Asura back to Naraka. His power is more terrible and fearsome than when he served as one of the eight guardian generals. His power threatens to crush Asura.